Es ist zwar Ostern, aber reden wir mal kurz von Weihnachten. Denn am Palmsonntag wurden nicht nur die Palmbuschen geweiht, nein, da ist auch das Stille Nachtmuseum Arnsdorf wiedereröffnet worden. Das neue Konzept? Weg vom Heimatmuseum und hin zu einer Idee von Stille und Frieden. Und das kam bei den Besuchern sehr gut an. In Arnsdorf, wo die Melodie zu Stille Nacht, Heilige Nacht ihren Ursprung hat, wurde am Sonntag nach einer einjährigen Grundsanierung und Neugestaltung das Stille Nachtmuseum feierlich wiedereröffnet. Das Museum befindet sich im ersten Stock der Gruberschule, die 1771 als Mesnerhaus erbaut wurde und heute die älteste Schule Österreichs ist, in der noch unterrichtet wird. Bei seiner Begrüßungsrede freute sich der Bürgermeister über die zahlreich erschienenen Ehrengäste und hatte auch gleich eine Erklärung parat, warum gerade in Arnsdorf das berühmteste Weihnachtslied entstanden ist. Eigentlich in einem Dorf, das, naja, sehr bäuerlich, dörflich geprägt war und eigentlich von einer Einfachheit gezeichnet war, wie man sie nicht leicht findet. Und dieser Kraftplatz hat offensichtlich, naja, 1818 die beiden Schöpfer dieses Liedes, Franz Xaver Gruber und Josef Mohr, derartig inspiriert mit diesem Kraftfeld, dass dieses großartige Lied entstanden ist. Nach der Einweihung durch den geistlichen Rat Leopold Strobel gab es für die Ehrengäste eine Führung durch das Museum. Die nahmen auch gleich auf den über 200 Jahre alten Bänken Platz und fühlten sich im nachgestellten Klassenzimmer sichtlich wohl. Wir haben natürlich schon geschaut, dass wir möglichst authentisch wieder eingerichtet haben, also nicht überfüllt, sondern eher etwas abgespeckt. Und die Schulklasse, in der Franz Xaver Gruber unterrichtet hat, mit dem Originalpult wieder hier hereingebracht. Der Wechselausstellungsraum befasst sich mit Grubers Tätigkeit als Mesner in der Arnsdorfer Wallfahrtskirche Maria im Mösel. Auf die Zeichnungen und das Bild ist der Kustos besonders stolz. Das ist ein Selbstbildnis Franz Grubers, wo er sich selber gezeichnet hat. Man sieht, er war ein guter Zeichner. Das ist seine zweite Frau. Von der ersten Frau gibt es kein Bild, die hat er gezeichnet. Das ist sein Elternhaus von Hochburg. Und das ist ein Bild von ihm selber. Dieses Bild stammt aus dem Jahre 1857. Da haben wir ihn aus einer Liedertafelgruppe herauskopiert. Da bin ich besonders stolz drauf, weil man, da sieht man wirklich, wie er wirklich ausgeschaut hat, der Gruber. Und das ist ein Bild, ein Familienbild, Franz Gruber mit seiner dritten Frau, der Witwe, Katharina Wimmer, und sein ältester Sohn, der Franz. Der Weihnachtskrippe ist ein besonderer Raum gewidmet. Da habe ich besonders Feuer gefangen, als ich diese Figuren gesehen habe, diese Wahnpreziosen, die aus dem 17. Jahrhundert sind und die Franz Xaver Gruber persönlich jedes Jahr in die Kirche getragen hat. Und sie sind wunderbar erhalten, wir haben sie nicht restaurieren müssen. Und hier endet der Rundgang, das ganze Museumskonzept ist als Rundgang geplant. Deswegen habe ich hier Sitzgelegenheiten gemacht. Hier kann man eben Kopfhörer nehmen, sich hinsetzen und ganz genau sich die Figuren anschauen und eben Stille Nacht lauschen in der jeweiligen Sprache. Das war mir ein wichtiger Ausklang zum Thema Stille und Stille Nacht. Ein kleines Museum, eine kleine Melodie und eine große Botschaft. Das Stille Nachtmuseum Arnsdorf ist ein Ort der Begegnung und Besinnung und sicher nicht nur in der Weihnachtszeit einen Besuch wert.